mehr Zeit für spannende Formel-1-Action. Wer wird als Sieger aus dem Rennen von Baku hervorgehen? In Kürze werden wir hier loslegen. Willkommen zum großen Preis von Aserbaidschan. Der Baku City Circuit hat eine Länge von ungefähr 6 Kilometer und bietet 20 Kurven sowie zwei DRS-Zonen. Die komplette Strecke geht durch die Stadt. Das Herzstück ist die Fahrt durch die Altstadt und dabei sieht man sogar die mittelalterliche Stadtmauer. Doch so schön die Kulisse auch sein mag, diese Strecke ist extrem anspruchsvoll. Der kleinste Fehler kann hier katastrophale Auswirkungen für die Fahrer haben. Stefan Römer, es sind eine Menge talentierter Fahrer auf der Strecke heute. Worauf liegt dein Augenmerk? Heiko, mein Fokus liegt zu 100% auf dem vorderen Teil der Startaufstellung. Dort ist eine hohe Dichte an hochkarätigen Fahrern. Es wird also extrem interessant, den Kampf um den ersten Platz zu erleben. Ich persönlich hoffe auf eine Menge Überholmanöver. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und daneben steht Daniel Ricciardo. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Norris, Max Verstappen und Leclerc, Vettel, Stroll, Fernando Alonso und Lewis Hamilton, Raikkonen, Giovinazzi, Mick Schumacher und Sainz. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Der Goldjunge, Russell, Nicolas Latifi und Richter, Ocon. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Nikita Mazepin. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen in Baku. Und ich stehe auf Platz 18. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass ich doch noch ein paar Plätze weiter vorne stehe? Ja, da haben andere auch eine Gridstrafe. Cool. Das ist... Und ich stehe auf P15 auf einmal. 18, das klingt immer noch ein bisschen erfreulicher. Wir haben verzwischen uns die beiden Williams, glaube ich, meines Wissens. So. Gut. Gehen wir rein ins Rennen. Ich habe einen Haas in mir stehen. Das ist gar nicht unangenehm. Ich habe einen Mazepin in mir stehen. So, ich ziehe mal ein bisschen vor. Weil wir quasi gleichzeitig starten. Geil. Also ich stehe auf 18 tatsächlich hinter mir. Ocon und Mazepin. Und Mazepin stand quasi jetzt gerade in mir. Ab was startest denn du? Rot. Auf Rot, okay, dann fahren wir zwei verschiedene Strategien. Aber ich hab gelb ausgewählt, um vielleicht am Ende nochmal was machen zu können. Ich stehe hinten, dann kann ich auch was anderes probieren. Ocon ist uns auf die gleiche Idee gekommen, jedenfalls auf Medium. Alles andere, Russell, Latifi und Mazepin auf Soft. Naja, mein Ziel ist es auf jeden Fall erstmal schon am Start, vielleicht ein, zwei Autos zu kassieren. Und dann irgendwann ziemlich nahe hier dran zu sein. Oh, mach keinen Scheiß. Hast du Perez gemacht? Ja. Dreh in der Einführungsrunde. Ich glaube, Bottas hat das auch schon mal hingekriegt. Ich meine, es passiert immer mal hier irgendwem. Thank you.
So. Ach, scheiße, ich habe vergessen, den Flügel einzustellen. Nee, ich starte tatsächlich auf meinem... Ah, nee, doch, warte mal. Hä? Ich starte tatsächlich im Azubin. Also wenn ich deswegen jetzt ausscheide. Weil wir stehen wirklich ineinander. Was müsstest du jetzt gleich... Weil eigentlich müsste ich zwei Plätze weiter vorne stellen, wenn ich jetzt wegen der Kacke ausscheide. Also er ist gut weggekommen, haben wir mal so argudert. Ach Mann, genau das meine ich. Was ist passiert? Marzipan. Oh. Ja, die quetschen sich da vorne rein. Ich muss jetzt alle vorbeilassen. Safety Car. Zwoll hat sich. Und ich bin voll in die KI rein, weil die alle stehen geblieben sind oder. Ja, ja, weil Zwoll da. Warte mal, ich Glück gehabt? Nee, ich muss Flügel wechseln. Ich habe 10 Sekunden Strafe und muss Flügel wechseln. Nochmal, da geht schon. Ja, da vorne haben sie Zwoll und da kann ich habe auch überrascht, weil ich innen gerade angreifen wollte. Die dann natürlich alle ineinander stehen geblieben sind. Also das ist genau ich fahre die Box, ich gebe auf, das hat sich für mich erledigt. Hä? Ich habe 15 Sekunden Zeitstrafe. Selbst wenn ich jetzt das Rennen zu Ende fahre, wo lande ich da wohl? Das heißt, ich muss es jetzt alleine 13 Runden sind übrigens. Mann, ich bin gut reingekommen ins Rennen. Ich bin 14. momentan. Ich werde das auch nicht hochladen, das wird gelöscht bei mir. Schade. So was peinliches hier mit der KI, ey. Bleiben die alle da mitten in der Kurve 2 stehen, ja, ey. Das liegt aber auch daran, dass es toll sich an die Wand gehängt hat. Deswegen sind die alle stehen geblieben. Das Traurige ist, dass ich natürlich jetzt meine Strategie am Arsch habe. Man muss es eh machen. Warte mal, ich gucke, glaube ich. Ja, ich habe nochmal 9 Sets Medium, okay. Das heißt, ich kann nochmal auf Medium gehen. Ich muss eh nochmal ein zweites Mal in die Box. Ist auch rein. Aber Ocon hat auch eine Zeitstrafe, ne? Der hat auch 10 Sekunden hinter mir steht. Aber bei mir fing es ja auch schon an. Weil ich in den Reihen bin. Ja, ja, ich bin ja in links. Das, bei mir war das so, ich bin in Mazepin gestartet oder wir ineinander gestartet. Und und dann ist er vor mir gefahren und direkt gebremst. Quasi, dass ich in den Reihen gerutscht bin. Naja, dann versuche ich es irgendwie selber noch mal was zu richten. Da bin ich momentan 16. Ich hatte auch Sidepod-Schaden, es war ganz zu vergessen. Kommst doch hier nirgendwo mehr rum. Ja, wie gesagt, das ist klar, es ist ärgerlich, klar. Aber ich kann auch die KI verstehen, warum sie da stehen geblieben ist. Aber ich hoffe, dass sie da noch mal ein bisschen die Intelligenz überarbeiten. Ich muss ja auch noch mal einen zweiten Stop machen, weil ich jetzt gelb bin. Ich bin vor mir 11 Sekunden. Aber Ocon hatte wohl 2x5. So ich das sehe.
Raikön gerade mit der schnellsten. So, Raikön ist einzig, ja gut, der fällt soft, ne? Mann, es lief alles so gut. Ich hatte so 3-4 Autos in relativ Zeit da überholt. Wenn die Kacke da nicht gewesen wäre. Sag mir nicht, dass der Mazepin irgendwo da auf Platz 9 oder 8 liegt. Ich weiß nicht, wo, bist du noch da? Okay. Ja. Ich gucke mir gerade diesen Schmarrn nochmal an hier. Das war okay. Übrigens Raikön und nicht Dings. Der dich da weggehauen hat oder was? Weggedreht hat? Nein, der da stehen geblieben ist in der Kurve 2. Ja, das 12 stand dann hinter. Der ist dann rückwärts gefahren. Oder Raikön ist das erste stehen geblieben. Und das 2 musste stehen, wenn man noch ein Auto stand. Das kann natürlich auch sein. Na, ja, Raikön fährt hier vor mir mit der Software der schnellsten Runde. Der ist momentan 15. Ja. Nächste. Nächste Woche ist Monaco, das sieht hoffentlich ein bisschen angenehmer. Übernächste Woche ist Kanada, da sieht es vielleicht ein bisschen angenehmer aus. Warum leckst du so extrem? Ich? Nee, Raikön. Ich wollte mich neben den Sitzen, weil ich angreifen will in der ersten Kurve. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Komm ich da rein in die Lücke? Leichte Berührung. Ah, warte mal, ich habe das Auto immer noch neben mir, ne? Irgendwo liegen, sitzen. Da ist er. Nee, Peres hinter dir. Jetzt habe ich es. Ja, ich habe direkt von beide überholt. Peres und Raikön. Das war eigentlich ganz wichtig. Dass ich jetzt zumindest mal ein bisschen was drin bin im Rennen. Aber momentan noch weit genug, wir können den Punkt sind. Aber nur 4 Autos. Du hast aber auch Glück gehabt, weil du so weit links warst. Du bist da nicht voll reingeraten. Ich bin halt direkt hinter Ocon gefahren. Ich konnte auch nicht mehr reagieren. Der ist auf einmal auch plötzlich stehen geblieben. Ja, das war bei mir aber genauso gleich mit Mazepin, der auch stehen geblieben ist quasi. Oder beziehungsweise vorbeigegangen ist an mir und gebremst hat. Und dann bin ich hinten ins Auto. Da habe ich einen Flügelschaden gehabt. Jetzt lasse ich aber abreißen. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen die 2-3 Leute hier hinter mir auf. Ich denke mal, dass ich jetzt auf der Geraden weggeschnupft werde von den 2 Autos. Also zumindest von Peres. Der wird wahrscheinlich eine Ecke schneller sein. Ja, ich komme ein bisschen weg. Jetzt, wieso boxen die jetzt alle nach dem Safety Car? Hm, soll mir recht sein. Ich muss leider auch nochmal. Das ist das Traurige. Können wir das Rennen beenden, bitte so? Ich bin für 9. momentan. Ich wäre gerade mit 2 Punkten dabei. Ja, das sind jetzt die Fahrer, die jetzt die regulären Stops machen, von Soft auf Medium. Manche haben es nämlich auch im Links gemacht, in der Safety Car Phase, sind dann nämlich von Soft auf Hard.
Spätestens jetzt werde ich überholt, pass mal auf. Weil jetzt alle kriegen sie nämlich schon das DRS von mir. Und ich habe vorne schon 4 Sekunden Abstand zu Russell. Zu Sainz, aber der hat 5 Sekunden. Na, mal gucken, vielleicht ist noch ein bisschen was drin. Zumindest eine gute Endplatzierung, das wäre das Wichtigste. Honda gegen Honda. Guck mal, der kommt mit DRS, kommt er nicht an mir vorbei, der Red Bull. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Mit DRS verhungert der auf der Geraden. Das ist krass. Da merkst du eigentlich, was der Alpha Tauri für eine PS hat, ne? Na, der kam nicht mal neben mich. Oder ist der jetzt noch nicht freigegeben? Doch. Ja, wollte gerade sagen, ne? Der hat einen Flügelflak erstellt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er da dahinter bleiben muss. Jetzt habe ich dann immer von einer Turbolader 60%. Das heißt, bei 60% musst du immer anfangen, nämlich die Teile rauszunehmen, weil die sonst kaputt gehen. Wir werden eh am Ende immer mal noch Gridstrafen kriegen wegen Teilewechsel. So, können wir das Rennen jetzt beenden? So, das wäre toll. Ich ärgere mich gerade, dass ich nicht auf Fahrt gegangen bin. Weil dann hätte ich mich nicht mehr in die Box gehen müssen. Ja, aber dann würdest du, glaube ich, auch jetzt nicht die so hinter dir halten können. Weiß ich nicht. Ich habe am Ende nochmal Soft, ne? Jetzt bin ich gleich dran. Jetzt kommt der. Jetzt hat er mich. Jetzt habe ich nämlich einen Fehler drin gehabt. We're approaching the pit window. You'll be on the soft. Oh, das war ein bisschen sehr. Oh, das war's. Das war aber nicht mal schnell. Mann, ich war Vierter. Ärgert mich das gerade. Das war nicht mal schnell. Ich war nur sehr optimistisch in der ersten Kurve. Ich dachte, ich kann ihn da kontern auf der Position. Nach einem großartigen Rennen bringen sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Zwei McLaren dahinter. Ricciardo auf 2. Norris auf 3. Bottas gewinnt ein Rennen. Scheiße, Mann, ärgert mich das gerade. Das ärgert mich gerade richtig. Der Ausfall. Das ärgert mich gerade richtig, den Ausfall. Der war. Sind aber einige ausgefallen, ne? Mhm. Verstappen, Mazepin gar nicht ist ins Rennen Dings gekommen. Latifi raus. Ja, Mann, ich hätte Latifi vielleicht. Latifi hat sich bei mir zerschossen. Ja, ich hätte vielleicht ein paar Punkte mitnehmen können. Meinst du wirklich, du wärst in den Top 10 gefahren? Ich weiß nicht, was das Rennen noch drin gehabt hätte. Das ist es halt einfach. Es wäre vielleicht noch ein bisschen was drin gewesen. Nein, ich war zu dem Zeitpunkt mit dem Ausfall Vierter. Nur so nebenbei. Wie denken Sie darüber? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Naja. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Auto war nicht wendig genug. Danke für den Kommentar. Es wäre zumindest ein gutes Rennen geworden. Es war okay. Nur bei dir war es halt schon wieder der Start, der so bitter war. Und bei mir war einfach unnötige Aktion, dass ich da im. Achso, du hast ein Pressinterview.
Na gut, nächste Woche Kanada. Da wird es dann hoffentlich wieder etwas positiver. Aber Kanada ist auch wieder so ein Rennen, wo es regnen kann. Na gut, nächste Woche, wie gesagt, Kanada. Wir sehen uns dann wieder.